Willkommen zu einem neuen kleinen bebilderten Umbauvideo, wie ihr auch schon wahrscheinlich gesehen habt, von einem Lion City Doppeldecker von der Firma Rietze. Zwei Modelle von dem Doppeldecker wurden sich besorgt und der rote wird auf jeden Fall von mir umgebaut, ist ja auch schon, deswegen gibt es das Video hier drüber. Und der schwarze wird vielleicht auch bald voll. Zunächst gilt es natürlich wieder das Modell auseinanderzunehmen und das ist eigentlich bei diesem Modell relativ einfach gewesen, da nichts verklebt war. Generell muss das Modell am Anfang immer auseinandergenommen werden. Das ist bei Rietze ganz schön gelöst, da dort eigentlich nichts verklebt ist und ja, der Unterboden, der schwarze, lässt sich einfach so rausnehmen. Die graue Inneneinrichtung, die ist im Prinzip durch den weißen Lichtträger vorne verriegelt. Den habe ich in der Mitte halbiert und dann jeweils links und rechts herausgedrückt. Und dann ließ sich auch die Inneneinrichtung relativ problemlos herausziehen. Hier jetzt nochmal eine Aufnahme im auseinandergebauten Zustand. Bei dem roten Bus sieht man, dort wurde auch schon die Frontscheibe entfernt, die lässt sich von innen heraus nach außen rausdrücken und so hat man einfach ein bisschen mehr Spielraum. So, ich habe mich dann als erstes der Beleuchtung gewidmet. Dafür habe ich an den passenden Stellen Löcher gebohrt, hier an der für die Positionsbeleuchtung, hinten für die Bremsleuchten und die Blinker und danach natürlich Kupferlackdrähte angelötet, die LEDs durchgesteckt. Von hinten fixiere ich die Kabel jetzt immer mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber. Hier sieht man jetzt die Scheinwerfer für vorne. Ja, und außen kommt ein bisschen Plastikkleber drauf, sodass auch bei etwaigen Anstößen die LED nicht gleich irgendwie abknickt. Dann ging es erstmal weiter mit dem mechanischen Teil. Dafür habe ich jetzt hier im Bild einen Teil der Sitze schon mal entfernt und im nächsten Bild erstmal alle Sitze, damit ich einfach ein bisschen mehr Platz habe. Und die kann man ja dann zum Schluss gerade wieder einkleben. Man sieht auch, dass die obere Ebene abgeschnitten wurde, um die jetzt erstmal getrennt behandeln zu können und so ist die Handhabung einfach viel einfacher. Für die Lenkachse habe ich dann ein Messinggestell gebaut, den Boden habe ich gut angeschliffen und das Ganze dann gut mit Stabilit verklebt. Hinten dann genauso, wo die Motorhalterung durchkommt, dort habe ich mir auch im passenden Radius ein bisschen Messing geformt und auch mit gut Stabilit einfach verklebt, damit ich länger was von dem Fahrgestell habe. Dann wieder der nächste Test, ob beide Teile zusammenpassen. Ja, tun sie fast, außer vorne beim Armaturenbrett muss etwas weggenommen werden, weil da ja jetzt unten die LEDs sitzen und sonst würde man das nicht reinbekommen. Nun folgt meines Erachtens immer der schwierigste Teil bei so einem Bau, und zwar die Ausrichtung der Antriebsachse. Die muss gerade sitzen, die Höhe muss passen und in dem Fall sieht man jetzt hier, die Antriebsachse habe ich deutlich weiter rausgesetzt, weil sonst der Bus an jeder Bordsteinkante oder jeder kleinster Steigung nur hängen geblieben wäre. Nachdem das dann gut geklappt hat, dafür sollte man sich auch immer ordentlich Zeit nehmen, habe ich hinten an der Treppe vom Bus etwas Plastik weggefräst, wo dann exakt der Fahrzeugdecoder reinpasst. Ist natürlich sehr schön, damit man im Innenraum so wenig wie möglich von der Technik später sieht. Dann ging es an die Verlegung des Kupferlackdrahts von den Scheinwerfern, den Blinkern und den Positionsleuchten. Die mussten alle komplett nach hinten zum Ende geführt werden, wo ja dann der Fahrzeugdecoder sitzt. Dabei habe ich den Bus dann von außen und von innen schön abgeklebt, weil ich ja mit einer Menge an Kleber hantiere und da kann natürlich schnell immer mal was auf die Scheiben gehen und das ist dann besonders ärgerlich.
Eine Innenbeleuchtung bekommt der Bus natürlich auch. Und dafür habe ich es mir einfach gemacht, um nicht viel mit den Lackdrähten arbeiten zu müssen, habe ich zwei Messingstangen genommen und da dazwischen dann die LEDs verlötet. In der unteren Ebene müssen natürlich auch einige Kabel verlegt werden. Hier sieht man zum Beispiel noch an den Treppenaufgängen habe ich zusätzlich jeweils eine LED angebracht, einfach um ein schönes Treppenlicht darstellen zu können. Und vorne rechts auf dem Sitz ist der Infrarotempfänger noch zu erkennen. Und sofern die Verkabelung steht, habe ich den Innenraum mit der fast exakt gleichen Farbe wieder angemalt, damit die Kabel nicht so auffällig sind. Und natürlich auch die Messingteile. Darauf folgend habe ich die Sitze wieder verklebt und den Bus mit ein bisschen Leben bestückt. Dann nochmal zur oberen Etage. Die habe ich seitlich links und rechts mit dünnen, runden Carbonstäben verstärkt, weil diese doch dann sehr gewölbt war durch das ganze Auseinanderschneiden und dran rumreißen. Das hat es auf jeden Fall deutlich stabiler gemacht und auch wieder gerade. Und auch dort wurden natürlich ein paar Figuren eingeklebt. Als letzter Schritt geht es eigentlich immer daran, die ganzen Kabel zu ordnen und diese dann am Fahrzeugdecoder anzubringen. Und hier sieht man mal, wie viele Kabel da hinten eigentlich raushängen. In diesem Bild sind die Kabel schon relativ geordnet und diese werden jetzt nur noch an den Fahrzeugdecoder angelötet und müssen so verstaut werden, dass das Modell zum Schluss auch wieder zugeht. Letzten Endes habe ich den Akku auch noch grau angemalt, passend zum Innenraum und den dann an der Decke von der unteren Ebene platziert. Und zum Schluss jetzt noch einen kleinen Blick auf den Unterboden und auf den verbauten Riedkontakt, den ich von oben aus gesehen immer auf der linken Seite verbaue, also nicht wie bei den Standard-K-System-Fahrzeugen von Falle auf der rechten Seite. Und bei mir dient der einfach dazu, um den Bus komplett ausschalten zu können. Der ist in Reihe zum normalen Schalter angeschlossen. Und so ermöglicht mir das einfach, zum Beispiel ein Busdepot zu haben, wo dann Servo und ein Magnet verbaut ist, der dann Bus einmal ausschaltet und wenn es dann weitergehen soll, fährt der Servoarm weg und der Bus wird wieder angeschaltet. Zum Schluss folgt jetzt noch ein kleines Fahrvideo vom fertigen Bus. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und war nützlich und ihr habt gute Einblicke erhalten und vielleicht Ideen, was ihr bei eurem Umbau umsetzen könnt. Und dann freue ich mich auf jeden Fall über einen Kommentar und eine Bewertung und wir sehen uns beim nächsten Video.